Wir haben das so unfassbar gefeiert, wenn ihr euch das Bärenauge vorstellt. Schatz. Jan seins ungefähr so. Ja, mit den Jahren leiert das natürlich ein bisschen aus. Yassin, seine Gurke, hat sich in dieses Bärenauge so reingequetscht. Das ist so gegangen, so. Es war dann drinne und dann hat der das nochmal gedreht. Und dann nochmal und als er fertig war, rausgezogen. Guckt euch an, Freunde, Achtung! Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich weiter hier mit dem Fechtanzug sitzen muss oder nicht. Geht jetzt wieder mit Hate-Kommentaren oder muss ich noch hier so ein bisschen ausweichen? Ich weiß noch nicht so ganz. Sag mal, geht? Klopft noch jemand an der Tür? Steht da noch jemand hinter oder geht noch? Freunde, was war da los? Geht noch. So, Mike Sees. Ah, nee, doch nicht. Nee, von der letzten war es der Yassin, der also angeklopft hat. Hör mal zu. Freunde, ich habe zum Thema Manipulation und meine Meinung dazu auf Instagram gerade eben eine Story hochgeladen. Ich werde das in die Highlights setzen, damit das nicht mitbekommen haben, auf Instagram nochmal gucken können, was ich genau meinte. Manipulation, Yassin, böse, gut, schlecht, etc. Die können das im Highlight unter Manipulation auf meinem Instagram-Profil nachlesen. Denn wir wollen nicht so viel Zeit verschwenden und einfach in die Reaktion starten. Und ich muss dazu sagen, wie hier jetzt die Vorgeschichte ist, in der Folge, was haben wir denn hier? Folge 7, dass tatsächlich die ausgeschieden sind zum Thema mehr Sendezeit, nochmal eine Möglichkeit hatten, inklusive Mike Zies, durch ein Spiel sich wieder zu qualifizieren, um wieder reinzukommen. Ja. Zwei von denen, die alle ausgeschieden sind, konnten sich qualifizieren und hey ho, es qualifizierte sich Jan, Like und Sissy. Ganz komisch. Ganz komische Nummer. Aber okay, es ist wie es ist, müssen wir so akzeptieren. Die kommen auf jeden Fall wieder rein. Und und da starten wir jetzt einmal mit der Szene, dass die kommen zurück in die Sala jetzt nach dem ganzen Spiel. Ihr könnt euch übrigens, das Spiel ist schon nice zu sehen in Form von, ob da nicht vielleicht irgendwas getürkt ist oder nicht. Man weiß es nicht. Guckt euch an, ihr könnt die ganzen Folgen immer auf RTL Plus angucken. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und es ist ja auch nicht teuer, da so ein Abo zu machen. Ne? Wir haben es ja auch, also ja. Ich glaube, es kostet 4 Euro, 5 Euro. 4 Euro. So ja, guckt es euch an, ist auf jeden Fall sehenswert. Wir steigen aber jetzt hier ein, indem die alle zurückkommen, inklusive Jan und Sissy. Und der Jan macht eine Ansprache und die klingt folgendermaßen. Ach, stimmt. Stimmt. Ich würde gern einmal mit allen sprechen, so alles ganz klar. Also aufentspannt. Aufentspannt mal so. Jetzt hat er Knieschmerzen, aber dann gleich. Ich dachte mir einfach, ey, wenn ich schon neu am Start bin und jetzt jeder so oder so hinter vorgehaltener Hand anfängt loszubrabbeln, dann biete ich ihm doch die direkte Angriffsfläche. Bevor ihr jetzt hier irgendwie in Sorgen verfallt oder das Gefühl habt, ihr müsst mir aus dem Weg gehen, konfrontiert mich mit euren Kritiken, lass uns drüber reden. Also, zum Wohl und schön, dass ich wieder da bin. Ja, das ist alles, was du sagen willst. Das ist alles, was ich sagen will, ganz genau. Bist du bereit, eine Gegenrede dir anzuhören? Ja, selbstverständlich. Jan? Es wird knusprig. Ich finde echt gut, ne, den Dings zu chillen. Ja, also ich muss dazu auch sagen, und das ist das, was, glaube ich, Zuschauer falsch verstanden haben, weil wir haben ja da auch schon die Folge 7 geguckt gehabt, obwohl wir erst die Folge 6 hochgeladen haben, ne? Und in Folge 6 sage ich ja, dass er Yassin manipuliert, dort am Dings, den Markiel. Und ich glaube, dass die Zuschauer falsch verstanden haben, in Form von, dass ich den nicht mag. Oder dass ich Nina mehr mag. Ach so, ey, Freunde, wenn ihr mir nochmal unterstellt, dass ich subjektiv bin, ne? Weil ich hätte Nina geschützt in der Reaktion auf Folge 6. Also das war ja mal, das war wirklich an den Haaren herbeigezogen. Denn mir ging es allein um Markiel und Yassin in der Folge. Nina hatte damit gar nichts zu tun. Weil ich hätte Yassin schlecht darstellen lassen, weil ich pro Nina war. Aber Nina war gar nicht in meinem Kopf, die war gar nicht Thema für mich in Folge 6. Für mich in Folge 6 war Thema Markiel und Dings und Yassin. Also das war wirklich absolut Bullshit, der Gedanke. Ich kann aber verstehen, dass ihr das dachtet. Das kann ich verstehen, aber das ist wirklich überhaupt nicht wahr. Denn wir haben ja auch schon Folge 7 geguckt gehabt da und wir mögen den in diese Staffelformat auch. Ich persönlich finde aber, mit ihm eine Beziehung zu führen, das sollte man lassen, nach all dem, was man hört, sieht und mitbekommt. Und finde, im Punkte Frauen hat der, was hat er? Ja, sag du es mir. Spiegelei anstatt Eier. So, aber das heißt nicht, dass ich den hier in dem Format nicht gut finde,
Wobei ich heute wieder gehört habe von 2, 3 Darstellern, dass vieles nicht ausgestrahlt wurde, was Yasin in puncto Frauen am Anfang, zu Beginn, wie er, was er für Dinge getan hat und gemacht hat, was die Staffel, also was die Produktion nicht ausgestrahlt hat. Aber das, was wir beurteilen generell immer das, was wir sehen können, das sage ich ja auch immer, und das, was ich hier sehe, ist, dass wir den cool finden hier drin. Vor allen Dingen in puncto Jan heute in der Reaktion, ja, und auch Ronald. Ronald hat ja sonst auch viele frauenverachtende und Dinge getan im Leben, aber in dieser Staffel, in diesem Format, kommen die beide einfach gut weg. Und Paco auch. Also jetzt zumindest in der Folge jetzt mit dem... Paco, du meinst den Famefluencer? Ja, genau. Genau den. Entschuldigung. Sag nochmal. Famefluencer. Beep. Okay. Mhm. Juri, holst dein Handy raus und notiert die Stelle. Beep. Famefluencer. Beep. So, es geht weiter. Hat sich hingestellt und versucht, seine Tat gar nicht zu erwähnen. Keine Spur von Selbstkritik. Und nur deswegen habe ich um Redezeit gebeten. Okay. Und alle anderen mussten miterleben, wie du innerhalb etwa einer Woche 4 verschiedene Frauen so schwer beleidigt hast, dass sie alle geweint haben. Erstens Nina Christine, die zweite Person war Tessa, dann das dritte Ding war gegenüber den Zwilling. Ich habe niemanden fertig gemacht. Du bist zur Selbstkritik nicht fähig und deswegen wirst du dich auch nicht ändern und deswegen wirst du eine Gefahr bleiben für alle, die hier sind. Ja, das ist aber die Wahrheit. Da hat er recht. Da hat er recht, der Schild. Sicher so. Hat er einfach recht. Ja, du lachst. Und das ist, du ziehst das alles ins Lächerliche. Deine Coolen ist natürlich, du kommst hier hin, weißt du, du setzt dich hier hin, zack, ein. Weißt du, und ziehst das alles ins Lächerliche. Null. Ich was genau ist denn passiert? Ja, das mit den Twins. Die sind zusammengebrochen. Ja, aufgrund dessen, dass du die schikaniert hast. Weil du ein Schwein bist. Du nennst mich Schwein? Was bist du für ein stilloser Mann? Ja, also... Also abgesehen davon, dass ich ja von, dass ich Backstage ja gehört habe, wie Backstage sage ich einfach immer, wie Paco auch mit Frauen umgeht und so ein kleiner Famefluencer ist, das ist mein neuer Oberbegriff für ihn, weil wir finden auch hier, wow, Paco, woo, straight, macht den Mund auf und zieht durch. Der Kleine schnackselt aber oder wanzt sich überall ein, die einen blauen Haken haben, die Frauen, und die ganz weit oben sind. 3 Namen fallen mir direkt ein. So, jetzt habe ich es ausgesprochen, deswegen sage ich, der ist ein Famefluencer. Der kann ja nichts, der macht ja nichts, sondern der kann Frauen flach legen. Das kann er. Ich finde den ja auch attraktiv. So, aber die kannst du mir... Ja, ich habe ja gesagt, der ist nicht hässlich, ne? Also, ist ja mein Geschmack, ne? Ich finde ihn ja auch attraktiv. Ich kann das ja verstehen, dass die Frauen da ein bisschen drauf reinfallen. So, auf jeden Fall zieht er hier durch und kommt hier echt gut weg, weil der macht den Mund auf. Der macht den Mund auf und das finde ich richtig gut. Und der Yasin so, gerade zu Ronald, was bist du eigentlich für ein Stilloser? Jan, ich sag mal Mike zu dem, ne? Du hast Yasin gerade gesagt. Yasin. Jan, was bist du eigentlich für ein stilloser Mann? Ne, so. Und da denke ich mir einfach so, der Jan hat so viel schon beleidigt da drin, ne? Ja, Mann. Und er wird als Schwein dargestellt, was keine harte Beleidigung ist. Es ist aber eine Beleidigung, aber keine harte. Aber als Schwein, ja, finde ich auch. So, ne? Und reagiert da so darauf. Also er ist sich irgendwie gar nicht bewusst, dass er andere beleidigt. Aber wenn er beleidigt wird, dann ist man stillos. So, das heißt, was ich euch sagen will, ist, er beleidigt durch. Er tut das. Aber was ich ihm glaube, ist, dass die Produktion in dieser Staffel reingeschossen hat. Das glaube ich auch. Weißt du, das glaube ich ihm. Die zeigen vieles nicht, weil das hört man von so vielen verschiedenen Darstellern. Die zeigen vieles nicht, lassen irgendwas unter den Tisch fallen oder stellen etwas dramatischer dar, als es vielleicht wirklich ist. Das glaube ich schon. Ganze Szenen und Situationen halt einfach eine andere. Ja, ne, deswegen, das glaube ich ihnen. Ne? Also Grüße gehen raus, Jan, ne? Beleidige mich durch, aber trotzdem gebe ich dir recht im Punkto, dass ich dir glaube, dass die Produktion reingekommen hat bei vielen. Ronald ist ein bodenlos unverschämter alter Mann, beleidigt mich aufs Übelste. Aber ja, ich habe keine Lust, mich auf das Niveau runterzulassen. Und diese ganze Geschichte mit den Twins. Die Twins haben mich. Ey, aber der hatte, habe ich wie auch gesagt, wenigstens hat er ja ein Eier gehabt und hat sich mit mir auseinandergesetzt. Hm. Und hat sich mit mir in den Kontext gesetzt. Der Mike Zies hatte das ja nicht. Das muss man Jan auch wieder zugute halten. Das habe ich auch gesagt. Ich so, Alter, du ziehst durch. Ich sag, du hast Nerven wie Stahl. Du beleidigst mich durch. Ich sag, aber du ziehst durch hier. Attackiert verbal. Hey, das ist so scheiße! Hey, du manipulierst Heinrich! Hey, was soll der Scheiß? So haben die mit mir geredet. Das war eine Taktik! Ja, wir wollen es nicht mit dir streiten. Wir mögen dich eigentlich nicht. Ich mag euch nicht. Das Einzige, was man mir vorwerfen kann, ist die Tatsache, dass ich mich lustig darüber gemacht habe, dass sie 2 verschiedene Paar Schuhe haben. Aber sorry, aufgrund der Tatsache, dass sie einen Hamburger Schnackspruch machen und sagt, hey, sag mal, eure Schuhe sind aber nicht gleich. Du hast es nicht gesagt, Jan.
Ich stand daneben. Digga, wie hab ich's gesagt? Du hast gesagt, oh, schaut mal so gleichzeitig an, ich schaut mal eure Schuhe an. Dann haben sie gestottert, dann du so, oh, nicht mehr synchron sprechen könnt ihr mehr, ich verstehe euch ja gar nicht mehr. Ja. Leute, ich habe das genauso gesehen und das hat mich auch total genervt. Und ich hätte genau diesen Spruch gemacht, ey, ihr habt zwei verschiedene Paar Schuhe an. Ganz ehrlich, Jans, und du wusstest, dass du sie mit solchen Sachen triffst. Da ist ein gestandener Mann mit 40, 50, weiß ich nicht. Stellt sich vor... 40, 50. Der ist gerade mal 7 Jahre älter als der Yassin. Der Yassin kommt mir aber wirklich so vor, der ist halt ein Partymensch, der ist aber schon 30. Ja. Alter, der ist... Krass, ne? Der ich denkt, weiß. Der wäre noch 20. Ich weil er, daran sieht man zu Yassin, der ist 40, 50. Hör mal zu, der ist nur 7 Jahre älter. Ja, ich weiß. Krass, ne? Worüber reden wir? Ja, der denkt, der ist wirklich noch so 20. Na, weil, Zwei kleine Mädels, macht die so nieder, dass alles zu spät ist. Und stellt sich jetzt hier als Opfer hin. Ich will mit so einem Menschen nichts zu tun haben, ums Verrecken nicht. Ja, aber das stimmt natürlich, wenn man das jetzt mal absieht, dass er 30 ist, das Alter. Ja, da hat er Yassin recht, der Jan stellt sich als Opfer hin. Absolut, immer. Ja, du musst dazu gar nichts sagen. Ich habe durchaus was dazu zu sagen und du hast mir nicht im Mund so verbieten, Fräulein. Ach du, fand ich richtig gut. Die Szene ist so witzig gewesen, die jetzt kommt. Erstmal finde ich von Sissi, dass sie sagt, du hast jetzt da überhaupt nichts zu sagen. Warum? Warum sagt Sissi das zu dem? Warum darf er nichts dazu zu sagen? Er sagt, du hast mir überhaupt nichts dazu zu sagen. Wieso darf ich da nichts zu sagen? Finde ich auch richtig, weil warum bestimmt Sissi, wer jetzt was sagen darf und wer nicht? Ja. So, ne? Also sie kann höchstens sagen, lass den oder den ausreden oder so oder nicht alle auf einen, aber ihm den Mund zu verbieten, fand ich ein bisschen cringe, muss ich an dieser Stelle sagen. Du denkst, Jan, du kannst mir jetzt was Jan, sagen. Jan, was willst du denn von mir? Du willst mir doch gerade den Mund verbieten. Lass Sissi erst mal reden, bitte. Sie steht da jetzt auch. Weil ich bin so langweilig, ich muss auch mal was sagen, weißt du? Okay, Sissi wollte was sagen. Alles klar. Also Sissi will auf den Tisch hauen und möchte jetzt was zu Jan sagen, okay? Dann Martin. Nicht zu Jan was sagen. Generell was sagen und Dankeschön. Und Martin sagt, okay, dann red du, danach ich. Okay. Sissi red. Mach mal. Vielen Dank. Also, zu jedem Streit gehören immer zwei und nichts bauscht sich auf und eskaliert ohne Grund. Sorry, aber das ist Unfug. Ja, ist auch. War das alles, Sissi? Gut, Jan. Gut, ja. Wir kennen uns länger. War das alles? Ja, gut, okay, dann setz dich bitte. Und sie setzt sich danach auch wieder. Dann macht ihr alles klar, dann okay, danke für die Message. Also da war ich auch... Hey, was war das denn, Alter? Ja, da fand ich auch so richtig cringe. Das ist Bullshit, dass es zu jedem Streit immer zwei gehören. Nein, es gibt zwei Seiten, ja, aber es gehören nicht zwei zu einem Streit, so. Vor allem, wie sie das auch sagt, ihr würdet so voll eine Ansage machen und so und bla 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 und dann... Ja, und dann so, Stille, ja, okay. Keiner hört zu, so, und dann... Die Szene ist einfach genial. Ja, guckt euch das mal an. Was ist jetzt? Okay, dann setz dich hin. Ja, guckt euch das mal an. Das ist so witzig. Pass auf. Den Mund verbieten. Einfach nochmal auf die Zunge zeigen. Weil ich bin so langweilig, ich muss auch mal was sagen, weißt du? Ja, genau, mach mal. Okay. Vielen Dank. Also, zu jedem Streit gehören immer zwei und nichts bauscht sich auf und eskaliert ohne Grund. Okay. Sorry, aber das ist Unfug. Ruhe. War das alles, Sissi? Gut, Jan. Setz dich bitte. Wir kennen uns länger. Ich find's erschreckend. Alles klar, danke. Aber das ist so witzig gewesen, diese ganze Szene. Wir finden das so witzig. Und Spaß, Freunde. Selbstherrlichkeit, du dich hier hinsetzt. Du bist sehr unter die Gürtellinie gegangen. Das ging gar nicht, Jan. Ja. Für mich ist das, was aus deinem Maul rauskommt, gerade völlig uninteressanter Nonsens. Das ist gerade extrem. Nein, das ist ehrlich. Respektlos. Das hat mir wehgetan, wie du mit mir umgegangen bist. Das hätte so nicht sein müssen. Die Leute lassen sich eben nicht gern beleidigen. Also ich sehe, Beleidigungen sind für mich was ganz anderes. Beleidigungen sind für dich gang und gäbe. Ja, und das habe ich dann halt auch gemerkt privat, dass es für ihn so dazugehört. Dieses Beleidigen, und das da hängt ja Niveau an, wie man ein Gespräch führt. So, ne? Also, sorry, also deswegen, ich habe ja meine private und ich war ja immer pro Jan bis zur Folge 3. Habt ihr mir schon gesagt, hör mal, Yvonne, jetzt langsam, warum siehst du das denn nicht? So, dann habe ich, ja, jetzt geht nicht mehr, jetzt liegt es klar auf der Hand. Mag ihn jetzt nicht mehr, so, ne? Und er ist unangenehm. Mir privat auch unangenehm. Das sind dann immer nur so Floskeln und es wird dann so reingeworfen in den Raum und man glaubt, man hat jetzt irgendwie einen schlauen Satz gesagt. Ey, leb mit mir oder lass es bleiben, aber so schnell kriegst du mich jetzt halt nicht aus der Saal. Also. Zu meinen Richterzeiten hätte ich so jemanden wie dich nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Nee, war, da hattest du ja auch die Macht, die hast du aber nicht mehr. Und das macht dich wahnsinnig. Und das ist das Problem von Ronald Schill. Du läufst deinem alter Ego hinterher. Und das ist das, was dich auch gefährlich macht. Klassischer Kollege. Ist null Selbstkritik. Bei ihm festzustellen, er wird sich jetzt hasserfüllt gegen mich wenden, der ich sein Fehlverhalten nach wie vor offenlege, bei jeder Gelegenheit. Ja.
Ja. Richter Ronald. Sehr gut. Und dann geht's jetzt weiter hier. Jan trifft jetzt dann auch auf dem Schäfer. Und ja, gucken wir erstmal rein. Ach Jan, hä? Was ist los, Dicker? Ach. Hä? Wie schlägt sowas alles auf? Ich kann ja sowas nicht haben, diesen Stress. Das kann ich verstehen, aber ich weiß, was ich nicht verstehe. Mir schlägt sowas alles auf. Nein, ich finde ihn süß. Aber wie süß, aber wie er das gesagt hat, yeah. Das meine ich. Ich meine das nicht auch. Mir schlägt sowas alles auf. Ich kann sowas nicht. Ich glaube dir das aber auch, ne? Ich auch. Oh, Hilfe, Freunde, der ist süß. Der ist ja. Gestört, aber süß. Ich bin auch gestört. Und, was man auch sagen muss, ja. Er hat aber auch insgeheim Eier. Weil er hat sich auch gegen Jan gestemmt und so, hat nicht für ihn Sand eingeschüttet, etc. Ne? Absolut. Der hat seine eigene Meinung. Ja, voll. So, also, ne? Ah, we love Schäfer Heinrich. We love Heinrich, alles gut. Ja, wir hatten doch nie Stress. Nein, haben wir auch nie gehabt, wir beide. Also null. Null. Aber deswegen habe ich das nicht verstanden, dass du mich rausgewählt hast und dass du die Dynamik der anderen so angenommen hast. Wenn man so einem Freund eine Scheibe gibt, eine Münze. Ja, das ist ja ganz klar, dass denn der Schock fest sitzt, das verstehe ich ja auch. Mhm. Und die Situationen kommen aber immer wieder. Das ist das Problem. Und dass du irgendwie dir hast auch gefühlt einreden lassen, dass du von mir Sorge haben musst oder sonst was. Ich habe mich seit Tag 1 habe ich mich so für dich eingesetzt. Das hast du auch, das habe ich auch gesagt. Dein Nacken massiert, das Spiel habe ich für dich gewonnen. Habe ich heute wieder gesagt. Ich habe mit dir zusammen die Küche gemacht und. Du warst mein bester Freund hier in der Sala. Möchtest und dann sowas. So, weißt du, aber du musst mir halt auch vertrauen, dass ich es immer gut mit dir meinte und dementsprechend natürlich, und das verstehst du ja auch, ein bisschen entsetzt oder enttäuscht war, dass auf einmal. Ja, klar, wenn einer eine Scheibe kriegt, dann. Weißt du? Und das macht mir auch denn verrückt und Sorgen und dies und das und wie er reagiert. Ich würde dir ja nie was Böses wollen oder geschweige denn dich rauswählen oder sonst was, egal. Glaubst du ihm das? Ja. Ich auch. Glaubt ihr dem Jan das? Also, ich habe auch hier. Findest du hier irgendwas als Manipulation? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja nur in der ersten, wo wir es geguckt haben, Live-Dings, habe ich schon an den Himmelschemeier gedacht. Mhm. Mit den Gefälligkeiten. Mhm. Habe ich schon kurz daran gedacht, habe ich jetzt im zweiten Mal nochmal sehe, eigentlich nicht. Klar, er hat am Anfang immer seine Dings, damit er Gefälligkeiten bekommt, der Jan immer alle so manipuliert. Genau, aber vor allem aber Heinrich, hier in dem Gespräch kommt für mich auch nichts Manipulatives rüber, sondern einfach nur die Reden über die Situation. Wie seht ihr das? Ne? Also hier ist einfach normaler, super Austausch eigentlich, weil jeder dem anderen sagt so, was er denkt und was er fühlt, ohne Vorwürfe zu machen. Das finde ich ganz gut hier eigentlich. Und wenn du mal daneben schießt oder weißt du, oder Probleme mit ihm hast, ich würde mich immer schützend vor dich stellen. Immer. Können wir es weitermachen? Ja, sehr gerne. Ich möchte mich nicht streiten. Ich auch nicht. No. Das finde ich gut, das Gespräch. Ne? Okay. Einen Haken hinter und alles ist gut. Okay. Und wenn du heute Nacht pinkeln musst, dann wächst du mich. Danke. Und du umgekehrt auch. Ich mag nur Frieden. Ich habe ja immer den Spruch auf den Lippen, Frieden. Kommt gleich noch eine Schafmetapher. Zerstört. Und deswegen versuche ich auch alle immer auf friedliche Weise zusammenzuhalten. Nur es ist manchmal mit allen Schafen nicht möglich. Da ist er doch. Ronald hat mit Meditieren fertig und kehrt zurück zur Herde der Normalsterblichen. And now Yasin redet mit Jelis. Jelis ist ja mittlerweile auch eingezogen, wisst ihr ja alle, über die Sache mit Jan. Achtung. Sich Yasin immer mehr in seinen Hals auf Jan rein. Wenn ich seine Stimme höre, könnte ich kotzen. Ne? Kotzen, richtig kotzen. Er versaut mir meine Stimmung da drin. Er schafft es wirklich. Und mir die Stimmung zu versauen. Ja, man merkt's. Mir die Stimmung zu versauen ist eine der schwierigsten Sachen ever. Ey, bekommt es nicht auf die Reihe, mal zu sagen, boah, ich habe mich dermaßen fehlverhalten. Ja. Ich tue mir leid, wollen wir nochmal neu anfangen? Nee, das ist absolut das Gegenteil. Ja, das finde ich aber auch. Ja. Ne, das hätte ich auch erwartet oder das würde ich auch erwarten. Ne? Weil wir wissen alle, Folge 2 war das, wo er ihn gecheckt hat, Bodycheck gegeben hat. Irgendwie so am Anfang. Und all das, ne? Das finde ich auch enttäuschend und da gebe ich dem Yasin zu 100% recht. Das hätte Jan zumindest machen können. Ne? Zumal der ja so eine große Ansprache gehalten hat. Ja. Und sagte, ne, richtig, ja. Aber Yasin könnte es auch zu Jan sagen, weil Jan sagte, du, wenn jemand mit mir sprechen möchte, kann er das. Aber ich verstehe Yasin da, ich würde es auch erwarten, dass derjenige auf mich zukommt. Ich hätte auch keine Lust. Ja. Muss ich sagen. Wenn, dann müsste derjenige sagen, tut mir leid. Ich habe Lust auf die Menschen, warum soll ich denen da entgegenkommen? Absolut. Nee. Absolut. Ich verstehe das. Das drückt mich runter, ich fühle mich hier nicht mehr frei, gar nicht, null. Ja. Ich würde hier am liebsten gerade rumtrollen und irgendwie mit euch einsaufen, mit Sissi im Pool springen und Spaß haben. Und aber Sissi steht ja auch hinter ihm.
Das macht alles kaputt. Es gab immer diese Crew, Elena, Sissi, Jan, ich. Sollen sie ihre Dreierklicke machen, ist für mich okay. Für Elena ist nichts okay. Sie mag Yassin, sie mag Jan und jetzt liegt die Harmonie in Trümmern. Lass es raus, wir hören zu. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Situation jetzt klarkommen soll. Wie verhalte ich mich? Team Yassin oder Team Jan? Die waren gute Freunde, aber ich weiß, dass Yassin niemals sich auf so eine Freundschaft oder irgendwas einlassen würde. Niemals. Ja, und dann beruft Sissi Jan und Yassin zu ihr in die Starbucks, damit die drei sich aussprechen können. Denkt ihr, die kommen da in die Starbucks, beide Jungs? Weiß ich nicht. Wir schauen mal rein. In die Starbucks? Wer? In die Starbucks? Ich? Ja. Wieso das denn? Weil wir müssen und Yassin auch mit in die Starbucks. Und? Aus Gründen. Ich mag Yassin mega gerne, ich mag aber auch Jan mega gerne. Man versucht irgendwie beide Seiten zu verstehen. Deswegen mein Tipp, einfach da ein bisschen zurückrudern. Nee, hab ich gemacht. Mit so einem soll ich mich jetzt da hinsetzen und so tun, als wäre nichts. Der noch nicht mal Einsicht hat, der nichts einsieht. Ja, verstehe ich. Jetzt auch nicht gemacht. Also. So wie ich mit Yassin gesprochen habe, glaube ich, keine Chance, dass die reden oder sonst irgendwas. Wird nicht funktionieren. Das ist immer eine Situation, wenn Menschen sich kacke finden, die irgendwann mal sowas wie eine Kumpelschaft aufgebaut haben, wenn man mal in einem Kollektiv zusammen eine gute Zeit hatte. Ich habe so viel über mich ergehen lassen mit diesem Typen und musste zusehen, wie er Menschen zerstört. Und da soll ich jetzt noch irgendwie nein, Friede, Freude, Eierkuchen machen? Nee. Die ist da. Sehe ich auch so. Also, ja, die Box ist nicht groß genug für euch beide. Nee. Schämst du den Clip? Um Elena, nicht um mich. Da muss ich schon wieder sagen, boah, Jan. Hier geht's wieder los. Boah, da geht's schon wieder los, ne? Boah, Jan, schämst du dich nicht? Es geht hier um Elena und nicht um mich. Oh. Da ist die Manipulation da. Ging gerade um eine Freundin, Digga. Sorry, Yassin, es geht gerade nicht um dich, es geht gerade nicht um mich, es geht um Elena. Nee. Geht ja in puncto erstmal nicht. Es geht ja um euch beide, weil ihr da, also um dich eigentlich mehr. Und deswegen hat Elena ein Problem mit allem. Oh, Jan. Ich bin eine Freundin von beiden. Wen soll ich beschützen? Bei wem soll ich was sagen? Das ist so krass, das ist wie Milieu-like, wie bei mir. Ja. Ich konnte das so nachempfinden, weil das Ding ist, im Nachtleben oder im Milieu hast du Loyalität zu einer Person, die du beschützen willst, die zu dir gehört. Und ich habe das Gefühl, also weil normale Menschen sagen, ja, bleib doch neutral. Du kannst doch neutral bleiben. Du kannst den mögen und den mögen und man kann ja zu beiden gut sein, so, oder? Ja. Ich als Milieumädchen, ich würde auch sagen, nee, aber das, nee, weiß ich jetzt nicht. Also wen soll ich denn jetzt beschützen? Zu wem halte ich denn jetzt? Das fand ich so, ich hab das wohl gefühlt. So wenig Benehmen, wie du hast, Alter. Kein Mensch, der hier ist, würde jemals dir den Rücken stärken, wenn du und nicht ich niemand... Auf die Menschen hier, ich suche hier keine Menschen Freunde, hier. Ich suche hier keine Freunde, nix, gar nichts. Ja, gut, passt doch. Null. Passt doch. Dann dir habe ich 13 alle. Tage lang den Arsch gerettet. Hast du nicht, und du, Alter. Manipuliert hast du mich. Ja. Und das war leider richtig gut. Ja. Da saßen wir im Bett, wir beide. Wir so, wow, yo, der Kasala, endlich. Dieses Kasala hätten wir ja schon erwartet gehabt in der Folge, als er ihn gebodycheckt hat. Ja. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, wieso entschuldigt er sich jetzt noch? Wieso entschuldigt Yassin sich jetzt noch bei Jan? Ja. Obwohl der Jan körperlich wurde. Aber hier kam es raus und wir so, ja, endlich. Am Ende wird es noch besser bei den Dings. Ja, es wird noch besser. In dem habe ich mich so krass getäuscht. Langweil mich nicht, Alter. Ehrlich. Richtig. Du peinlicher Typ, Alter. Ja, was mit Beleidigung? Ja. Das ist so, also unglaublich. Du musst mich gar nicht angucken. Du bist der größte Haufen von allen. Ja, du musst dich entscheiden, wer der größte Haufen ist. Jan ist von seinem Naturell erstmal ein Choleriker. Ihr seid so peinlich, ehrlich. Solche Leute, mit denen kann man gut Kirschen essen, wenn das Wetter gut ist. Mhm. Aber wenn sie sich über irgendetwas aufregen, dann rasten sie aus. Ja, der Rona hat echt einen super Durchblick hier. Und Yasin hat es auch endlich gesehen. Du hast mich manipuliert, hast du mich. Richtig gut, richtig gut. Ihr seid so peinlich. Du hast noch eine Restlaufzeit von 24 Stunden. Ja, dann bist du wieder weg vom Fenster. Ja. So ein ja, Irrenhaus hier. Ich habe hier einfach echt nichts gemacht und versuche einfach ein cooler, pießiger Du zu sein. Mit einer Meinung, mit einer Kante, die nicht jedem gehört. Da kriege ich einen Affen, ne? Ich versuche ein pießiger, cooler Du zu sein, mit einer Meinung, mit einer Kante. Ja. Eine Kante? Der Text unten drunter. Hat die Reflexionsfähigkeit einer schwarzen Wand. Ja, ist doch wahr. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass du es gesehen hast. Das ist jetzt auch erst. Ey, was ist da auch mit dem los? Er versucht ein piesiger, also piesig finde ich ja die größte Frechheit, das zu sagen. Und dann, nee. Ja, nee. Oh,
eine Kante. Er hätte Kanten, Ecken und er sagt ja immer, er hätte Ecken und Kanten. Mm. Nee. Das sind nicht Ecken und Kanten. Das sind so, wenn man von einem Haus, Ecke, Kante, Kante, Ecke. Der hat ganze so Ruinen hat der. Nicht keine Ecke und keine Kante. Ruinen hat er leider. Leider. Ist ja nicht schlimm. Doch, ist schlimm. Gefallen muss. Dann wer geht jetzt zu Elena? Mhm. So einen Typen kannst du nicht auf die Menschheit loslassen. Er hat es auch oft genug unter Beweis gestellt, dass er wirklich übelster Manipulator ist einfach. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gut. And now next kommen wir dazu. Martin geht zu Schäfer Heinrich und Patrick hat mir das hier gerade nochmal gesagt, weil ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Patricks Worte waren, was macht der Martin hier? Er manipuliert einen Heinrich jetzt. Dass er manipuliert Heinrich. Die richtige Entscheidung treffen soll, wegen Friede, Freude, Eierkuchen, so mäßig, wählt dem Jan. Okay, alles klar. So mäßig. Gucken wir uns gesagt. An. Ja. Ich versuche Heinrich ein kleines bisschen die Augen zu öffnen für bestimmte Dinge. Da haben wir schon. Ja, er versucht dem Heinrich die Augen zu öffnen. Da ist die Manipulation doch schon. Okay. Bestimmte Dinge wie zum Beispiel Martins Überleben in der Show. Ja. Also Heinrich, aufgepasst. Langsam wird die Luft dünn, das merken wir alle. Ja, das merken ja alle, weil es enger wird. Die Luft wird immer dünner. Genau, als wenn man so ein Schafnetz aufbaut und das baut man immer kleiner, es wird immer kleiner. Richtig. Als wenn die Schafe immer mehr... Schrei nicht so, schrei mal nicht so. Zusammengedrückt werden. Glaube ich aber, dass er neben jetzt... Ja, die Schafe! Ja, die Schafe! Ja, ja! So stelle ich mir nicht vor. Der Tonpegel gerade, bum, bum, bum. Heinrich ist die einzige Gefahr, er lässt sich zu krass beeinflussen. Aber wirklich. Also da haben wir aber festgestellt, nee, hat der Heinrich sicher nicht. Nee, das stimmt. Das haben wir erst ja alle gedacht, oder? Freunde, lässt sich ein, aber der hat ja seinen Mann gestanden und seine Meinung und hat gegen Jan ihn gewählt. Ja, muss man sagen. Ja. Heinrich, das geht mir langsam auch auf den Sack. Martin hat ihn fest in der Mangel. Es geht darum, auf Konfrontation zu gehen und manche Personen einfach zu enttarnen. Zu enttarnen und ihnen den Gar auszumachen. Ja, weil das der nicht ganz knusper ist, das wissen wir auch. Ne? Aber wir sind alle ein bisschen nicht knusper, oder? Der ist nicht so, wie er sich am Anfang nennt und brav und ruhig. Nein, ist er nicht. Absolut nicht. Null. Er ist eine Gefahr. Ich kann nicht voll lachen. Ja. Er ist strategisch. Eigentlich müssten wir ihn direkt als erstes rausmachen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der ist nicht ohne. Der will auf jeden Fall gewinnen. Oder Martin. Mhm. Ich bin gar nicht gewillt, irgendwie seine Strategie jetzt zu durchschauen. So. Interessiert mich gar nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass er eine Strategie fährt. So, und das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Martin, ne? All my friends are toxic. All my friends are toxic. Mhm. So, and now geht dann der Martin von Schäfer Heinrich zu Markiel. Ich weiß nicht, ob man das als Manipulation empfinden kann, diese Entschuldigung. Also in Form von, was sind seine Ziele dadurch? Einfach seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, weiß ich ja das nicht. Das ist eins. Ja, ne, das weiß man hier nicht so. Ja, komm her. Wie empfindet ihr das? Achtung, Freunde, Achtung. Markiel, auch wenn wir keine Freunde wären mehr hier, möchte ich gerne nochmal mich für die Situation gestern an der Starbucks entschuldigen. Ich habe Power, den jemanden rauszuwählen. Von Herzen, Entschuldigung dafür. Finde ich groß. Ja, und so. Das war halt eine Szene, wo Martin und Markiel sich gestritten haben in der Starbucks. Er hat ihn auch so ein bisschen festgehalten und wollte ihn nicht rauslassen. Auf WC, oder nicht? Auf WC, Entschuldigung. Auf WC, ja, diese Box. Die waren gleich aus diese Häuser da. Aber das könnt ihr euch auch auf RTL Plus ganz angucken. Aber der hat sich jeder entschuldigt für. Und ja, was Markiel dazu sagt. So selbstlos. Ja, total selbstlos. Da bin ich übergriffig geworden. Und das tut mir sehr, sehr leid. Ob ich diese Entschuldigung ernst nehme? Naja, ich kann ihn als Person nicht mehr so ernst nehmen. Aber ich denke in diesem Falle an meine Mitbewohner, die ja unter dieser Situation auch leiden. Ich würde dich aber dennoch bitten, wenn du in nächster Zeit irgendwas zu sagen hast, dass du es nicht anderen erzählst und hinter meinem Rücken machst, sondern dass du direkt zu mir kommst. Das habe ich von Anfang an, vom ersten Tag an hier gemacht und ich bin damit ganz gut gefahren. Und mehr wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Ich habe keine Beleidigung ausgesprochen, die du nicht schon von mir gehört hast. Der Markiel hat übrigens auch die Kurse gemacht bei Christian Hemschemeier, ne? Ja, bei Nee, Buch gelesen, so hat er auch erzählt, ne? Das Buch, ja, aber die Kurse bei ihm. Ja, ich sag mal. Ja, es gibt ja so Kurse bei ihm. Grundsätzlich wollte ich mich nur für die Situation entschuldigen.
Michael. Mehr wollte ich gar nicht jetzt machen. Wir bleiben jetzt schön neutral. Genau, wir gehen uns einfach aus dem Weg, damit wir hier nicht nochmal aufeinanderstoßen. Und dann ist alles schick. Einverstanden. So handhab ich den ganzen Tag und das ist so wunderbar. Okay. Toll, okay. Martin. Jetzt ist ich auch. Jetzt ist doch alles wieder gut. Ja, Papa ist da. Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier gelernt habe, was ich mit rausnehme. Dass ich mich nie wieder davor scheue, entweder jemandem offen und ehrlich meine Meinung zu sagen oder einfach jemandem ganz offen, wenn ich weiß, ich habe Scheiße gebaut damit, dass ich ganz offen und ehrlich zugehe und sage, tut mir leid, das war echt Scheiße, wir müssen keine Freunde sein, aber ich will einfach, dass das hier damit bereinigt ist. Ja, super, super. Ja. Finde ich toll. Finde ich auch gut. Wenn es so ist, dann ist es gut. Du solltest in Zukunft recherchieren über das Motiv desjenigen, über den du dich ärgerst, bevor du den am Schlawittchen packst. Ich würde mir am liebsten selber die Marke geben, weil ich weiß, was ich hier in letzter Zeit für Stress verursacht habe. Einfach um ein Zeichen zu setzen. Kann aber auch sein, dass die anderen dir das abnehmen. Aber was, wenn zwei gehen müssen? Ja, dann wäre es Jackpot. Muss aber auch jemand Martin wählen. Ja, natürlich. Das wird auch passieren. Ey, so viele mögen jedes nicht übrigens, ne? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, keine Ahnung. In der Dings jetzt oder generell? Nee, generell. Ich habe halt jedes nie so verfolgt. Ich weiß es nicht. Aber warum mögen die nicht? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum ihr oder warum ihr denkt, wenn ihr es nicht tut, andere jedes nicht mögen. Ich würde es gerne echt mal wissen. Ne? Also, weil ich habe es ja nie so verfolgt vorher und ich habe sie beim Bachelor nicht gesehen etc. Deswegen schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, warum ihr sie nicht leiden könnt und ob ihr eine Idee habt, warum andere das nicht können, wenn ihr selbst nicht. Ihr wisst, was ich meine. Weil nur die zwei werden Stimmen kriegen. Mit dem zweiten meint sie Jan. Jan wird auch ihm die Stimme geben, weil er weiß, es wird mit ihm ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Wo ist ein rechter Knabel los? Muss man mit Ronald sprechen. Der Ronald hat, bevor Jan wieder eingezogen ist, Loyalität gefordert zur Abwahl von Jan. Ich verstehe mich mit Jan sehr gut. Und nachdem ich ja wieder mehrfach angezickt, angerüpelt wurde von Martin, stehe ich jetzt da dazwischen. Verstehe. Auf der einen Seite Loyalität unserem hohen Richter gegenüber zu haben, also sprich der Justiz, ja. Oder ich trickse die Justiz aus und schmeiß bei Martin rein. Wie begründe ich das denn? Sag mal, ich hab ja nichts mit Jan. Genau. Du warst bei diesen, bei seinen Fehlleistungen warst du nicht dabei, ne? Nee. Ich rein rechtlich ist es alles nur Hörensagen. Ja, aber Hörensagen. Der ist gut, aber ist gut. Markiel, wie er das so argumentiert, finde ich das gut. Rein rechtlich ist es nur Hörensagen. Ja. It's hearsay, my honor. Nee, your honor. It's hearsay, your honor. Euer Ehren. Aber das Ding ist, dass der Markiel ja wirklich ja nicht dabei war. Ja. Und ich finde das so richtig geil, dass er zum Ronald geht und sagt, ich hab das ja alles hier nicht mitbekommen. Ich verstehe aber eure Ansichten anscheinend. Deswegen, was soll ich machen? Ja. Finde ich total geil. Finde ich wirklich gut. Hat er gut gemacht hier. Das auch Hörensagen ist auch bedeutend. Wie sollst du dich denn sonst informieren? Stimmt. Stimmt. Auch wieder widerlegt, aber gut. Ja. Ich habe so viele Leute auf Linie gebracht, um den Jan zu eliminieren. Das ist ja für mich ein Kinderspiel, jemanden wie Jan auszuschalten. Den verspeise ich ja zum Frühstück, um mit Lippen fertig zu machen. Weil ich als Politiker ja ganz andere Kaliber gewohnt bin. Das glaube ich auch. Lass echt uns mal im Wasser diskutieren. Ja. Das sind genau die Leute, die wir brauchen. So geht große Politik. Beim Schwimmen. So, und dann? Ja, wir sind bei der Stunde der Wahrheit angekommen. Die bezaubernde Kathi Hummels führt uns durch das Programm. Wir begrüßen unsere charmante Vollstreckerin, die zauberhafte Kathi Hummels. Ja, liebe Reality-Stars, willkommen zu eurer siebten Stunde der Wahrheit. Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Wir hatten euch wieder ein paar aufregende Tage und die eine oder andere Überraschung gab es auch. Ich muss es ein bisschen übervorspulen hier, sonst kriege ich privat die Krise. Weil ich glaube, wenn ich hier gewinnen will, muss ich gegen den Stärksten gewinnen können. Und für mich bin ich die Stärkste. Also ich hoffe, jeder von euch hat diese Einstellung, weil ansonsten haben wir da schon verloren. Wir machen weiter mit Yasin. Ja, bitte? Der Konflikt mit Jan scheint für dich auch noch nicht ganz geklärt zu sein. Wie würdest du denn euer Zusammenleben aktuell beschreiben? Gute Frage. Ja, für mich persönlich belastend, weil man kennt mich als Frohnatur, geil, alles macht Spaß, ich hab Bock auf Party und sowas. Und so Konflikte, nehme ich immer mehr mit. Das hat mich ziemlich runtergezogen.
Martin, in den letzten Tagen war ja viel... Absolut untätig an diesen, an einigen Streitereien bin. Ich habe es geschafft, an 3 Tagen gleich 3 Leuten an den Karren zu pinkeln, sage ich jetzt mal. Und ich habe viel Gespräche geführt. Ich habe mich entschuldigt bei den Menschen. Und ich weiß, dass ich in Zukunft einiges, vieles besser machen werde. Ja, gucken wir einfach mal, ob es dann stimmt. Ja. Ne, damit wir gucken können, können wir dem glauben oder war es richtig oder hat er uns alle belogen, ne? Finde ich auch. Eine Person muss gleich die Gruppe verlassen. Okay. Ja, und dann kommt der erste Ronald nach vorne und hält natürlich einen Monolog. Ja, Richter gnadenlos. Richter gnadenlos. Aber ich finde persönlich einen sehr guten Monolog, was Jan betrifft. Achtung. Meine lieben Freunde. Hallo Ronald. Wie sollen wir mit einem Kandidaten umgehen, der uns durch seinen Auftritt und seine Persönlichkeit immer wieder zum Lachen bringt, durch sein Charisma, durch seinen Witz, auch durch seine Hilfsbereitschaft. Ja. Die Antwort kann nur lauten, wir werden ihn natürlich nicht rauswählen. Aber was, wenn es außer dieser hellen Persönlichkeit auch noch eine dunkle Persönlichkeit gibt? Und das ist der Ronald, spricht genau das aus, was ich denke. Weil ich ja auch finde, dass Jan diese charismatische, lustige, fröhliche Seite hat. Diese leuchtende und diese dunkle. Mm. Das ist genau das. Mm. Freunde, wie geht's euch damit? Also ich finde, der spricht das genau das an. Der hat diese 2 Seiten. Das ist schade. Immer noch. Auch wenn er mich schon durchbeleidigt hat. Ich wollte zunächst einmal darüber hinwegsehen, weil ich mich mit diesem Mitspieler befreundet fühlte. Aber mittlerweile häuften sich diese Fälle immer mehr. Ich hätte mir Einsicht gewünscht und ich hätte mir etwas Reue gewünscht. In solchen Fällen der Reue habe ich immer milde geurteilt. Aber wenn Leute uneinsichtig waren und wie Jan bei seiner Rückkehr geradezu selbstherrlich sich darstellte und überhaupt nicht geneigt war, den Fehler bei sich zu suchen, in diesem Falle fehlt es an Einsicht und Reue und dann greife ich zum schärfsten Schwert, welches mir hier zur Verfügung steht. Mir steht diese Münze zur Verfügung und die bekommt er, obwohl ich ihn mag, aus voller Überzeugung. Ich bin auch so aus. Höchststrafe. In Zwiespalt, in wirklichem Zwiespalt, was ihn angeht. Und mittlerweile ist es so, dass bei Jan und Martin relativ nicht gleich, aber die beiden sind die meistgewählten. Und jetzt kommt Jan und pass mal auf, was er sagt. Achtung. Das wird eine enge Geschichte heute Abend. Ich bin ziemlich leer, mein Akku ist aufgebraucht. Mhm. Ich habe versucht, ein guter Mitbewohner zu sein. Ich war, glaube ich, immer aufrichtig und ehrlich. Und ehrlich, glaube ich dem sogar. Der hat das gesagt, was er denkt. Ne? Aufrichtig. Mm. Ich kann sehr gut abschätzen, wenn ich über die Stränge geschlagen bin. Das bin ich in der Vergangenheit oft. Na dann. In diesem Fall finde ich, dass ich immer mit Anstand agiert habe. Hilfe. Und dementsprechend auch die Tatsache der Nicht-Entschuldigung. Ich könnte das Ganze jetzt hier taktisch irgendwie ausklabustern. Ich glaube, das Ding ist aber durch und das ist für mich völlig okay. Ronald, ich hoffe, du denkst da einfach ein bisschen über deine Worte nach. So, lässt das mal wirken und deswegen kriegst du von mir die Münze. Ronald, lass doch mal die Worte auf dich wirken. Macht er bestimmt. Oh mein Gott, ja. Wenn das Chi gestört ist, kann keine Harmonie eintreten. Ja. Und wenn Freunde, die man hier auch gewinnen kann in diesen Formaten, zu einem stehen, steht man auch zu seinen Freunden und zu seiner Gruppe. Und in dem Falle, Jan, hast du auch meine Münze. Ah, die Worte hat er also letztendlich gewählt. Fand ich auch nicht schlecht. Ne, Freunde, oder? So guter Letzt. Wer kommt jetzt? Yasin. Ihr wisst, ich hasse es, hier vorne zu stehen. Ist nicht so geil. Und jetzt kommt etwas, was wir beide so gefeiert haben. Ich gucke, ich habe meine Brille beim Gucken immer im Bett an, weil die Distanz ja, ich kann ja nah nicht so gut gucken, leider. Ich habe die Brille abgemacht, aufs Bett geschmissen. Ich bin aufgestanden im Dunkeln. Wir haben das so unfassbar gefeiert. Yasin
wenn ihr euch das Bärenauge vorstellt. Schatz, du kannst es nicht eine Folge lassen, ne? Wo ist unsere Gießkanne? Unsere Spritzer? Ja, ich kann es nicht aufstehen. Die ist nicht hier, ne? Nee, schade. Wenn ihr euch das Bärenauge vorstellt, Jan seins ist ungefähr so groß, kann ich mir vorstellen. Ja, mit den Jahren leiert das natürlich ein bisschen aus. Yassin, seine Gurke, hat sich in dieses Bärenauge so reingequetscht. Das ist so gegangen, so, es war dann drinne und dann hat der das nochmal gedreht und dann nochmal und als er fertig war, rausgezogen. Kommt der Juri. Der Juri so, was erzählt ihr da? Guckt euch an, Freunde, Achtung! Ich hab das jeden Tag. Glaubst du das? Jan, ich will's nicht wundern, dass ich dich wähle wahrscheinlich. Warte. Aber diesmal stehe ich hier und will mich bei dir bedanken. Wir eine verdammt geile Zeit hier. Oh, unheimlich viel Spaß gehabt, unheimlich viele Tornados gezündet. Du hast mir oft den Rücken gestärkt. Aber wofür ich am meisten dankbar bin, ist, dass du mir gezeigt hast, dass ich doch stärker bin als gedacht. Dieser Konflikt mit den Twins, als ich da zu denen gestanden bin, da habe ich gemerkt, auch wenn ich mich da jetzt gegen dich stelle oder gegen unsere Gruppe, habe ich voll meinem Herzen. Und dafür bin ich dir unheimlich dankbar. Und hier muss ich sagen, seitdem du wieder hier bist, fühle ich mich nicht mehr so wohl oder so free, wie ich sonst eigentlich bin. Und deswegen bekommst du meine Münze. Oh mein Gott. Flop, die 8. Münze für Jan. Damit ist er so glasklar raus, wie man es nur sein kann. Man kann nichts sagen. Nee. Schachmatt. Selbst der Jan diesmal so, ja, hast du gut geredet. Weil eigentlich hat er ja den, ja, wie ich es gerade vorgemacht habe, ne? Hat er den genommen. Aber Jan dann zum Schluss so, weil er so Schachmatt war, ja, okay, eingeschlagen. Sagt er, hör mal zu, Props gehen raus. Stark. Die Entscheidung ist gefallen, die Münzen sind gefallen. Das heißt, Jan muss leider gehen und verabschiedet sich von der Gruppe Freunde der Sonne. Die Vorschau für die nächste Folge. Achtung. Nächstes Mal. Michael, welchen Kaffee willst du denn? Ich will jetzt gar nicht. Martin versucht natürlich, jetzt alles hier auf gut Wetter zu machen. We have to go. Wir sind in der entscheidenden Phase, jetzt rauszufliegen. Tut weh. Ja. Ich kann es halt auch nicht verstecken. Ich finde ihn einfach toll. Oh nee. Da geht was halt mit Jelis und Paco, weiß ich ja auch. Und ich habe auch schon so viel hinter den Kulissen jetzt gesehen. Aber wie gesagt, Famefluencer Paco, den gucken wir uns bei der nächsten Folge an. Freunde, diese Folge war wirklich richtig gut. Die letzte war so, aber die war wirklich richtig gut. So haben wir das empfunden. Wie habt ihr das empfunden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb, bleibt gesund und bis bald. Tschüss zusammen.